Hallo und herzlich willkommen zurück in Park Beyond. Ja, das letzte Mal ist hier hinten so ein bisschen, sind ein paar Gebäude an der Western-Minenbahn entstanden. Da fehlt noch ein bisschen Deko, aber ich würde jetzt gern erstmal hier noch eine zweite Attraktion hinstellen oder hier, mal gucken. Und dann eben auch gerade hier hinten so ein bisschen mal den Weg lang, vielleicht auch noch die ein oder andere Attraktion zu bauen. Einfach damit es auch ein bisschen ja, miteinander verbunden ist. Und ich sehe gerade, dass hier auf einmal super viel los ist. Da war vorhin noch kein Mensch. Deswegen stellen wir hier mal gerade ein bisschen auf Hochbetrieb, damit unsere Shops hier auch hinterherkommen. Und auch hier vorne. Wow. Und so schnell ändert sich das immer, ne? Vorhin, also in der letzten Folge oder vorletzten Folge, waren die Shops hier noch total verwaist. Und ich habe das alles runtergeschraubt. Und mittlerweile ist schon wieder so viel los. Aber gut, das sollte sich jetzt relativ schnell regeln. Ich bin jetzt halt gerade auch so ein bisschen überlegen, ob ich hier eine Attraktion hinsetze oder dann doch erst hier hinter. Eigentlich hatte ich überlegt, hier noch eine hinzusetzen. Muss aber sagen, dass mir hier irgendwie das auch ganz gut gefällt, wie das gerade so aussieht mit diesem Rundweg. Hier könnte man vielleicht auch noch ein bisschen hübsch Deko theoretisch hinsetzen. Deswegen würde ich fast dazu tendieren, hier irgendwo noch eine Attraktion hinzusetzen. Dann vielleicht hier noch eine und vielleicht auch noch hier. So drei Stück, zwei, drei Stück verteilt. Weil hier ist mir vielleicht sogar schon fast, weil es ist halt für die Leute weit zu laufen. Ne? Wenn ich hier jetzt auch nichts hinbaue, der Weg zwischen den Attraktionen wird dann halt immer größer, ne? Ha, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich setze erstmal hier eine hin und dann kann ich mir das Ganze ja noch überlegen, ne? Genau, hier mit den Einsen, das heißt immer, dass wir das Geschäft schon haben. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, was ich überhaupt noch habe, großartig. Ich habe noch den Roboschacht und den Crashlander. Weil diese ganzen bunten Ballons und dieses ganze rosa Zeugs würde ich gerne alles in das Zuckerzauberland packen. Deswegen würde ich jetzt, glaube ich, den Crashlander platzieren. So zwischen diese beiden Felsen fände ich ganz schön. Einfach einmal so schräg dazwischen. Ausgang kann auch gerne... Ja, mach mal hier so eine Y-Gabelung hin. Und den Eingangsweg. Moment, sehe ich gerade, hätte ich gerne mit noch einem Geländer. Ich finde, das sieht immer irgendwie ein bisschen schicker aus. Ich hätte gern das helle Holzgeländer. Und... Oh nee, das sieht ja nicht aus. Das habe ich nicht so schön gebaut. Ich wollte die ein bisschen verlängern. Dann hat er gleich so einen ganz komischen Weg draus gemacht. So ist es doch, glaube ich, ganz schön, oder? So ist es, denke ich, okay. Haben wir hier auf jeden Fall eine Attraktion und jetzt gucke ich mal, wo vielleicht das noch Sinn machen würde, ne? Ja, hier hinten hätte ich halt gerne dann das Zuckerzauberland lang. Ich glaube, ich würde dann tatsächlich hier noch was hinsetzen. Weil sonst ist es auch einfach so weit. Und das dann auch noch hier so hinter diesem Berg. Ich finde das eigentlich ganz gut. Dann holen wir uns noch gerade den Roboschacht. Oha, der ist größer als erwartet tatsächlich. Ich glaube, den muss ich tatsächlich so platzieren. Jetzt muss ich überlegen, wie es am klügsten ist. Ich glaube, den Ausgang können wir einfach hier hinsetzen. Aber den Eingang hätte ich gern hier vorne. Ja, okay, da hing gerade mein Spiel und deswegen hat es den Weg so komisch gesetzt. Den Eingang hätte ich gerne hier vorne, dass wir einfach alle quasi, die vorbeilaufen, mitnehmen können und nicht nur die, die eben gerade von hier hinten kommen.
So, prima. Ist das nämlich auch schon mal so ein bisschen gefüllt? Gut, und dann würde ich nämlich tatsächlich gerne so ein bisschen schon mal Richtung Zuckerzauberland gehen. Ich muss erst mal gucken, ob ich dafür vielleicht noch ein Grundstück brauche. Ich gucke gerade darüber. Ich glaube, das haben wir dann tatsächlich sogar schon, ne? Ich muss mal gucken, ob es ausreicht, wie weit wir hier gehen können. Nee. Okay, das, also wenn wir hier jetzt gucken. Okay, das muss ich noch kaufen. Mache ich das gerade eben fix? Und ich würde gerne diesmal direkt, das letzte Mal habe ich ja hier den Fehler gemacht, ich habe erst hier hinten diesen Sandweg. Den hätte ich aber gerne tatsächlich im Zuckerzauberland dann direkt den richtigen Weg überall. Und deswegen, ich glaube, ich würde das hier hinten einfach dann anfangen. Das heißt, ich fange jetzt erstmal noch mit unserem Standardweg. Gehen wir jetzt erstmal hier so Richtung Baumallee. Und da hätte ich jetzt gerne so ein Tor. Ich hoffe und glaube, es gab hier irgendwie so ein Tor. Ich bin nur gerade am Überlegen, wo waren die Dekorequisitenbögen? Genau. Jetzt muss ich nur gucken, was mir gefällt. Das ist schon sehr bunt, oder? Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, das gefällt mir am allerbesten. Das finde ich irgendwie nicht zu viel und nicht zu wenig. Das würde ich einmal nehmen. Und ab da fangen wir jetzt wieder diesen Bonbon-Weg an. Aber ich würde mir auch gerne noch mal gerade den Herzchenweg anschauen. Ist schon auch süß, ne? Aber ich finde halt irgendwie diesen Bonbon-Weg finde ich irgendwie so cool. Der muss es einfach sein. Genau. Aber eigentlich kann ich hier hinten diese ganzen Wege abreißen, weil die will ich ja hier alle nicht haben. Okay, die kann ich nicht abreißen, das gehört mir schon wieder nicht. Und dann würde ich das nämlich, glaube ich, hier auch in so einem Bogen irgendwie rumführen. Vielleicht bauen wir hier dann auch noch eine Achterbahn und hier dann so die kleineren Attraktionen könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Das heißt, ich werde so ein bisschen größeren Bogenweg sogar anlegen. Also unser Park ist auf jeden Fall sehr weitschweifig. Da können unsere Gäste viel, viel Zeit drinnen verbringen. Das habe ich jetzt mir schon ein bisschen zu krass gemacht. Gucken irgendwie, dass ich dann da hinten... Vielleicht ist es auch schon zu groß, was ich mache, ne? Aber ich hätte hier gerne irgendwie so diese zwei Baumalleen so ein bisschen mitgenommen. Wenn die da schon mal stehen, gefällt mir das irgendwie so ganz gut. Und hier hätte ich jetzt auch gerne wieder einen Bogen. Hier hätte ich jetzt, glaube ich, gerne einen anderen. Und zwar hätte ich hier, glaube ich, gerne das hier mit diesen... Feuerwerksbogen nennt sich's, okay. Aber ich finde, es sieht trotzdem auch irgendwie so ein bisschen nach Prinzessinnen-Schloss und so aus. Deswegen nehme ich das da mal. Was ist das hier eigentlich? Fallgitterbogen? Das sieht ja auch richtig cool aus. Aber ist das Zuckerzauber-Tatsache? Interesting, okay. Nicht schlecht. Gut, das ist so quasi der Grundweg. Und da würde ich natürlich auch super gerne ein paar Sachen platzieren, ein paar Attraktionen. Nämlich diese ganzen hübschen, süßen Dinger. Aber ich muss auch ein bisschen aufpassen, dass wir hier uns die Leute glücklich halten. Vielleicht sollte ich erstmal so Standardsachen platzieren. Wie Mülleimer, Bänke. Und dann würde ich, glaube ich, aber erstmal auf die... erstmal auf die Attraktionen gehen, bevor ich dann die Shops platziere. Oha, das ist super heftig bunt. Was ist das, ein Biskuitstange oder was? So ein Törtchen, Eiscreme-Sandwich-Bank. Okay. Ich glaube, ich nehme mal diese Plätzchenmülleimer. Die sind irgendwie ganz süß, muss ich sagen. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
platziere mal jetzt erstmal schon mal so ein paar. Es kann natürlich jetzt sein, wenn ich gleich die Attraktionen platziere, dass ich die nochmal umsetzen muss. Aber einfach, dass schon mal einige stehen. Personalräume werde ich am besten auch gleich noch platzieren. Das sind nämlich immer so Sachen, die ich gerne vergesse. Und die dann hinterher sich schön negativ auswirken. Das wäre schön, mal ausnahmsweise mal direkt dran zu denken. Und wenn wir dann auch noch Shops und so platziert haben, dann muss ich eh auch noch mal ein paar mehr Bänke und Mülleimer und alles machen. Aber einfach, dass wir schon mal so grob die Sachen haben. So, der Pausenraum. Ich muss mal gerade gucken, wo die anderen zwei sind. Ich glaube, da steht einer und da. Das heißt, ich hätte den eigentlich gerne relativ mittig, aber da sieht er natürlich doof aus, ne? Ich glaube, ich würde den irgendwie... Oder hier so ein bisschen hinter dem Baum verstecken quasi. Vielleicht mache ich es einfach so. Und dann mit dem Weg verbinden. So. Okay. Dann können jetzt hier die neuen Attraktionen einziehen. Ich muss sagen, ich mag die irgendwie alle ganz. Ich finde diese bunten Luftballons sind super süß. Aber auch so ein Karussell, finde ich, darf irgendwie immer in keinem Park fehlen. Und natürlich die tanzenden Tassen. Absoluter Klassiker. Ich glaube, ich würde die auch tatsächlich so mittig machen. Ja. Und Warteschlangen, da nehmen wir den Regenbogen mit Geländer. So. Es wird jetzt alles etwas rosaner hier hinten. Das sieht auch richtig krass aus, oder? Also richtig, richtig krass. Ach, da würde ich auch mitfahren. Sieht echt cool aus. Ich finde auch krass, was unsere Finanzen im Moment machen. Also mehrfach zwischendurch fast bankrott und jetzt kriegen wir irgendwie 5000 Euro im Monat. Dollar. Ist schon ein bisschen heftig. Moment, die tanzenden Tassen sind nichts für Teenager und das Karussell auch nicht. Dann würde ich die doch vielleicht einfach mal direkt nebeneinander platzieren. Oder? Bin mir nicht ganz so sicher, ob das Sinn macht, aber ich mache es einfach mal. Oh, vielleicht war das sogar schon ein bisschen weit vom Weg weg. So. Und definitiv, was ich nicht vergessen darf, ist Mülleimer an die Ausgänge der Attraktionen zu packen. Bin auch mal gespannt, ob jetzt gleich da auch mal Leute hinkommen, weil irgendwie noch ist ja hier so gar keiner unterwegs in die Richtung, ne? Hier drüben vielleicht. Ah, da kommen die ersten. Schön. Prima. Dann hätte ich gerne... Jetzt baue ich hier alle auf einmal, ne? Aber irgendwie hätte ich die halt gerne alle hier hinten. Das Rad der Liebe. Krass, nichts für Familien, aber für Erwachsene und Teenager. Das würde ich vielleicht ganz gerne irgendwie hier drüben auch sogar hin platzieren. Aber ich hätte das natürlich auch gerne, dass man das irgendwie sieht. Vielleicht dann tatsächlich eher sogar hier drüben. Weil hier ist irgendwie so eine bessere Lücke zwischen den Bäumen. Oh. Da ist Ausgang und Eingang, ne? Immer, okay, Moment. Kann ich das nochmal rückgängig machen? Oh, ah, das kann ich sogar bewegen. Okay, interesting. Shops können wir mal nicht bewegen. Wobei, es sieht halt schon schöner aus so, ne? Oder ich baue das doch mitten rein. Und baue dann nochmal so einen Zwischenweg und reiße den einen Baum hier vorne vielleicht ab. Oder so. Vielleicht so.
Also Eingang hätte ich, Ausgang würde ich, glaube ich, danach hier hinten machen. Und Eingang hätte ich dann gern hier vorne. So. Das steht auch. Und dann ist es, glaube ich, auch nur noch eine Attraktion. Oder? Oder gar keine mehr? Die Ballons noch, genau. Und dann hätte ich ja gerne noch eine Achterbahn. Ah, ich hätte die irgendwie ein bisschen weiter auseinandersetzen sollen, ne? Weil hier, finde ich, ist jetzt irgendwie so ein Platz, wo man was hinmachen könnte. Aber ich hätte halt auch gerne tatsächlich hier vorne noch was, direkt am Eingang. So. Und ich wollte tatsächlich auch noch mal schauen, ob es bei den Achterbahnen irgendwie neue Entwürfe gibt. Ich finde ja immer noch, dass die so cool aussieht, aber die ist ja riesig. Die passt ja niemals hier hin. Es wäre halt auch schön, hier irgendwie was so im Zuckerland-Thema zu haben. Das vielleicht, aber ist auch riesengroß. Das kriege ich hier gar nicht unter, oder? Also die würde ich tatsächlich hier hinkriegen. Ich würde mir die irgendwie gerne erst nochmal so richtig angucken, bevor ich die baue. Oder soll ich wieder eine selber bauen? Aber ich muss ja sagen, bisher war das irgendwie mal nicht so hundertprozentig erfolgreich. Und ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie man die quasi im Zuckerthema schön bauen kann. Tatsächlich am Überlegen, ob wir da einfach mal so eine fertige nehmen. Tja, wenn man sich jetzt entscheiden könnte, ne? Ich die einfach mal platziere. Da steht jetzt mein Rad der Liebe im Weg, ne? Gut, ich könnte es auch so ein bisschen hier links drüber setzen. Ich mach's einfach mal. Okay, sie ist so rot. Ich dachte, sie wäre rosa, aber das kann man ja noch einstellen. Dann würde ich die jetzt einmal nämlich färben. Bitte in irgendwelchen rosa Tönen. Es ist komisches Rosa. Habe ich wieder wahrscheinlich den falschen Gleise. Das wollte ich doch. Weil das Pink ist vielleicht so ein bisschen heftig. Ich glaube, kann man hier noch mal so ein bisschen kräftiger. So hätte ich es, glaube ich, ganz gerne. Und die Sitze hätte ich gleich gerne auch noch mal verändert. Sind da Enten? Da sind Enten dran. Oh nein, die kann man im Wasser quasi, glaube ich, bauen. Kann das sein? Maybe. Ich muss ja sagen, so eine richtige Wasserbahn vermisse ich ja irgendwie auch noch. Also man kann klar diese Off-Rail-Gleise bauen, aber irgendwie wäre es schon cool, auch so eine richtige Wasserbahn bauen zu können, wie halt, ne, wie man sie halt kennt aus Parks und so. Ja, wir würden gerne mit Törtchen fahren, würde ich sagen, ne? Da würde ich, also ich finde das, glaube ich, ganz schick. So, jetzt sieht das doch schon wieder ein bisschen besser hier aus. Und wir müssen gleich, ich sehe schon, jede Menge Shops platzieren. Ich glaube, ich würde hier nämlich auch gerne zwischen die Warteschlangen gerade ein paar Shops setzen. Ach du wow, ist hier viel los. Okay, eben irgendwie noch gar nichts und jetzt ist alles voll. Ich mache mir hier auf jeden Fall, kann man hier das Zuckerzauberland auswählen? Perfekt. Ich hätte gerne Pommes.
Oha, sind die riesig. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Aber die können hier ruhig hin. Die können so ein bisschen den Personalraum, würde ich sagen, verdecken. Dass man den nicht so sieht. Ist okay. Dann hätte ich gerne erstmal noch was zu trinken. Wir sind hier natürlich bei vielen Familienattraktionen, deswegen würde ich mal den Kakaoshop auf jeden Fall stellen. Ah, wobei will ich das da so zwischen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich setze den lieber hier außen hin. So. Hier vorne vielleicht auch noch mal was hin. Da nehmen wir mal Burger. Und zu trinken hätte ich gerne. Ich glaube, ich würde mal Mineralwasser nehmen. Ein bisschen hier immer zwischen die Bäume, ne? Okay. Und hier hinten müssen auf jeden Fall auch noch Essensbuden und sowas alles hin. Ich hätte, was habe ich eben noch entdeckt? Pizza. Oh, neue Parkstufe. Ja, sehr cool. Ich würde jetzt erstmal auf Fortfahren drücken. Dann können wir nachher mal schauen. Pizza wollte ich gerade, glaube ich, noch bauen, ne? Pizza, Pizza. Ich hoffe ja ganz doll, dass wir endlich mal Parkstufe 10 oder 11 erreichen. Ich würde so gerne endlich meinen Sand freischalten. Könnt ihr euch nicht vorstellen, damit mein schöne Westernstadt hinten einfach noch ihren letzten Schliff bekommt, der halt einfach die ganze Zeit fehlt. Überleg jetzt, ich glaube, ich baue hier auch noch mal Buden rein. Hier ist sowieso so leer, da kann ich das gut füllen. Nehmen wir mal so Feingebäck vielleicht. Boah, warum nicht, ne? Das macht auch optisch was her. Und dazu würde ja jetzt noch mal Kakao passen, aber den habe ich hier, glaube ich, erst um die Ecke stehen. Deswegen nehme ich einfach mal. Ich hätte schon gerne was für Familien und Erwachsene. Kommt halt noch ein Mineralwassershop hier dazu. So. Jetzt ist erstmal so die grobe Zuckerzauberland irgendwie ausgestattet. Schon komplett mit Attraktionen und allem. Ich würde jetzt aber gerne das Ganze auch noch ein bisschen wieder hübsch machen und in Szene setzen. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal ein bisschen, was es so Zuckerzauberland-themamäßig auch an Deko gibt. Und guck mal, was ich da so alles noch dekorieren und platzieren werde. So, ich habe das jetzt einmal gerade ein bisschen in Zeitraffer gepackt. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen angefangen, Sachen zu platzieren. Ich finde, es fehlen aber noch einige Blumen und vielleicht auch noch ein paar Sachen mehr. Wobei man schon sagen muss, die ganzen Zuckerzauberland-Sachen, die sind schon echt heftig in alle Richtungen.
Ich habe hier diesen anderen Bogen gefunden und muss sagen, den finde ich richtig, richtig cool mit diesen Türen. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob er richtig rum ist, aber ich glaube schon, ne? Genau, dann hatte ich noch die Idee, ich fand jetzt mit dem Drache, irgendwie habe ich auch immer die ganze Zeit so eine Prinzessin und Drache und so im Kopf gehabt. Deswegen das hier mit dem Drache finde ich richtig cool. Und dann sind mir diese Zuckerbonbonhaufen über den Weg gelaufen und ich dachte, ja, welcher Drache muss nicht seinen Schatz bewachen, ne? Und der Drache hier hat eben einen Bonbonschatz. Und da fand ich eben auch dann wieder passend hier dieser Bogen mit diesem, der für mich irgendwie nach Prinzessinnen-Schloss aussieht, auch wenn es irgendwie ein Feuerwerksbogen ist, richtig cool. Und auch, ich muss sagen, die Brunnen fand ich auch mega schön, deswegen habe ich sogar zwei platziert. Den finde ich hier auch einfach richtig schön und ich finde, der ist auch so ein kleiner Eyecatcher und ja, sorgt dafür, dass man auch hier nicht so auf den Pausenraum vom Personal guckt. Ja, ansonsten, hier ist teilweise halt auch alles noch ein bisschen wenig. Hier habe ich so ein bisschen mit Schlagsahne und Törtchen und das Einhorn, was sich dann hier mal ein bisschen vielleicht an dem Kuchen nascht, so gedacht. Und hier muss man ja sagen, bietet ja auch einfach schon diese ganzen Shops ordentlich Kulisse. Aber ja, mal gucken. Ich würde gerne noch ein bisschen was auf jeden Fall auch gestalterisch machen. So, finde ich, reicht es mir auf jeden Fall noch nicht. Ich sehe gerade, die Achterbahn ist ganz schön steil. Was ich jetzt auch mal gerne wissen würde, ob diese Achterbahn Plus macht. Also, weil all meine Achterbahnen machen ja irgendwie Minus. Okay, $20 plus. Interessant. Okay. Ich denke mal, ich kann jetzt auch definitiv den Parkpreis nochmal anheben. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile so viele Attraktionen. Da kam so viel hinzu. Da sollte auch nochmal ein bisschen was drin sein, dass man das nochmal anheben kann. Aber das kann ich ja dann auch nochmal alles in Ruhe nachschauen. Ich finde, unser Park ist auf jeden Fall, wenn man auch mal hier so von oben guckt, ganz schön extrem gewachsen. Und ich finde, man sieht auch so ein bisschen so die Bereiche, ne? Hier eher so ein bisschen klassischer. Dann der Western-Bereich hier ist auch eher so ein bisschen klassisch noch, ne? Und hier hinten dann, das rosa-pinke Zuckerzauberland. Und hier vorne soll ja noch so ein bisschen karibischer Flair hin. Und ich glaube, wenn das dann hier noch auch abgeschlossen ist, dann ist quasi so unser Park fertig gebaut. Ich bin mal am Gucken, ist ja auch immer, wenn ich so ein bisschen baue, manchmal fällt mir dann hier noch was auf, da noch was auf und ja, mal schauen, wie das dann alles noch wird. Ich habe übrigens auch irgendwann, glaube ich, mal offline mich entschieden, hier quasi den Karibikbereich starten zu lassen. Deswegen habe ich hier auch den Zaun wieder weggemacht gehabt, weil ich finde, der sollte nur hier vorne in dem Bereich sein. Ich muss mal gucken, ich denke, hier mache ich den vielleicht auch noch so ein Stück hin, aber ich weiß noch nicht genau, von wo bis wo ich den gehen lasse. Aber hier wollte ich auf jeden Fall dann so ein bisschen das Karibik-Setting hinplanen. Genau, soweit jetzt erstmal dazu. Ich hoffe, die Folge hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da und auch ein Abo, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Und ja, dann sage ich bis dahin. Ciao, ciao, eure Auriako.